Die Aufgaben, die wir jetzt gleich rechnen, sind so ziemlich die Lieblingsklassiker von jedem Physiklehrer, wenn es um den freien Fall geht. Deshalb hoffe ich, dass diese Aufgaben euch ein bisschen helfen bei der Testvorbereitung oder vielleicht auch für Klausuren. Es geht, wie gesagt, in den Aufgaben, die wir jetzt hier rechnen, um so typische Rechnungen, die man zum freien Fall so anstellen kann. Und wir werden eigentlich immer dieselben Gleichungen dafür brauchen. Und deshalb schreibe ich die einfach oben nochmal hin. Zuallererst ist natürlich wichtig, sich zu merken, dass der freie Fall eine beschleunigte Bewegung ist. Deshalb schreibe ich auch nochmal die Definition der Beschleunigung hin. Und die Beschleunigung ist einfach immer gegeben durch die Geschwindigkeitsänderung bezogen auf eine bestimmte Zeit. Und beim freien Fall wird diese Beschleunigung natürlich hervorgerufen durch die Erdanziehung. Deshalb ist sie auch bei jedem Körper immer gleich und gibt uns die Konstante klein g, ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie schnell ein Körper ist, wenn der mit der Beschleunigung g eine gewisse Zeit fällt, dann können wir das ganz einfach ausrechnen mit der zweiten Formel, die ganz wichtig ist, nämlich v von t ist gleich minus g mal t. Die Formel nimmt jetzt allerdings schon an, dass der Körper keine Anfangsgeschwindigkeit hat, denn sonst müsste man noch ein V0 in die Formel schreiben und dann eben diese Geschwindigkeit mit berücksichtigen. Haben wir jetzt in unserem Fall aber nicht, weil wir den Körper erst in der Hand halten und ihn dann loslassen, also hat er vorher die Geschwindigkeit 0. Und wenn uns nicht die Geschwindigkeit dieses Körpers interessiert, sondern die Höhe nach einer gewissen Fallzeit, dann brauchen wir die letzte Formel, die ich hier mal hinschreibe. Die ist nämlich gegeben durch y von t ist gleich y0, also die Starthöhe, minus 1/2 g mal t Quadrat. Wenn ihr im Matheunterricht irgendwann mal integrieren lernt, dann könnt ihr auch diese Formeln alle aus der ersten Formel für die Beschleunigung einfach herleiten. Falls ihr das noch nicht könnt, müsst ihr tatsächlich diese Formeln einfach auswendig lernen oder in der Formelsammlung nachgucken. Zwei Konstanten haben wir gegeben. Der Körper wird eben aus einer Fallhöhe von y0 gleich 20 Metern losgelassen. Und wir sollen rechnen, mit g ist ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Dann werden einige Zahlen ein bisschen einfacher. Gut, dann können wir auch starten. In Aufgabe A ist erstmal gefragt, welche Höhe der Körper nach der Zeit von t1 gleich einer Sekunde noch hat. Das heißt, gesucht ist y1. Und das ist die Höhe bei t gleich einer Sekunde. Und da nach einer Höhe gefragt ist, ist auch klar, welche Formel von diesen drei roten da oben wir nutzen müssen, nämlich die ganz rechts. Und da können wir einfach direkt die Werte einsetzen. Ich schreibe es noch einmal kurz mit Variablen hin, also y1 ist gleich y0 minus 1/2. G mal T1 Quadrat. Und dann Werte einsetzen. Also 20 Meter minus 1/2 mal 10 Meter pro Sekunde hoch 2. Mal eine Sekunde zum Quadrat. Und das ausgerechnet ergibt dann eine Höhe von 15 Meter. Oder umgekehrt ausgedrückt, nach einer Sekunde ist dieser Körper etwa 5 Meter gefallen. Dann geht es direkt weiter mit Aufgabe B. Hier ist jetzt nach einem anderen Zeitpunkt gefragt. Und zwar ist hier der Zeitpunkt gesucht, nachdem der Körper noch 10 Meter hoch über dem Boden ist. Also T2 ist gesucht unter der Bedingung, dass Y2 10 Meter ist. Und auch hier haben wir wieder irgendwelche Höhen, mit denen wir rechnen müssen. Also nehmen wir wieder die gleiche Formel wie gerade.
Aber jetzt ist nicht mehr y gesucht, sondern t. Das heißt, diese Formel müssen wir jetzt nach t2 noch auflösen. Und dafür rechnen wir mal erstmal minus y2 und plus 1/2 gt². Dann haben wir nämlich 1/2 gt² schon mal alleine stehen. Und zwar findet man dann, dass 1/2 gt² gleich ist y0 minus y2. Und dann müssen wir noch das t2 alleine haben. Das heißt, wir rechnen mal 2 und teilen durch g. Und da dürfen wir jetzt natürlich die Klammern nicht vergessen bei den internen Umformungen. Wir wollen ja die gesamte Differenz mal 2 rechnen und durch g. Also 2 mal y0 minus y2 in Klammern geteilt durch g. Und der letzte Schritt ist dann noch die Wurzel zu ziehen. Also schreibe ich einfach den ganzen Term von gerade nochmal hin, und zwar unter eine große Wurzel. Und jetzt müssen wir nur noch Werte einsetzen. Also t2 ist gleich 2 mal 20 Meter minus 10 Meter in Klammern durch 10 Meter pro Sekunde hoch 2. Und aus dem Ganzen müssen wir noch die Wurzel ziehen. Und da kriegt man ungefähr 1,4 Sekunden bei raus. Das heißt, nach diesen 1,4 Sekunden ist der Körper 10 Meter tief gefallen. Und in Aufgabe C machen wir genau das Gleiche mit einem anderen Zeitpunkt. Hier ist jetzt eben gefragt, wann der Körper auf dem Boden auftrifft. Das heißt, unser y, für das wir das t berechnen müssen, ist halt gerade 0 Meter. Aber ansonsten ist das genau die gleiche Rechnung, wie wir sie gerade im B schon gemacht haben. Das heißt, wir können auch die gleiche Formel benutzen, hier unten steht sie, und müssen dann nur eben einen anderen Wert für y einsetzen. Also ist Tf dann gleich 2 mal y0 minus yf geteilt durch g. Und auch hier nicht die Wurzel vergessen. Und wie gesagt, der Unterschied jetzt beim Einsetzen ist einfach, dass wir yf haben, wo wir vorher y2 hatten, und yf ist gerade 0 Meter. Und da muss man das nur noch ausrechnen, und da kriegt man dann 2 Sekunden raus. Okay, jetzt mache ich mir mal kurz ein bisschen Platz, damit ich die nächsten Aufgabenteile rechnen kann. Und in den nächsten ist jetzt eigentlich immer nach dem Zusammenhang zwischen Zeit und Geschwindigkeit gefragt. Das heißt, jetzt nehmen wir dann die mittlere dieser roten drei Formeln da oben, weil die uns eine Beziehung zwischen Zeit und Geschwindigkeit gerade herstellt. Also in Aufgabe D zum Beispiel ist gefragt nach der Geschwindigkeit Vy1 beim Zeitpunkt T1 gleich eine Sekunde.
Und um die auszurechnen, können wir einfach direkt diese mittlere Formel benutzen. Müssen also auch nichts umformen, sondern können einfach die Werte einsetzen. Also minus 10 Meter pro Sekunde Quadrat mal eine Sekunde gibt gerade minus 10 Meter pro Sekunde. In Aufgabenteil E ist jetzt wie schon bei Aufgabe B und C genau nach der Umkehrung gefragt, nämlich nach der Zeit, bei der eine Geschwindigkeit erreicht ist. Das heißt, es ist auch schon klar, jetzt müssen wir diese Formel wieder nach t umstellen. Und das ist schnell gemacht. Wir müssen einfach durch minus g teilen. Also gilt dann, t3 ist gleich minus vy3 durch g. Und dann ist es wieder nur noch einsetzen. Also t3 ist gleich minus 15 Meter pro Sekunde. Durch 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Und dann löst sich das Doppelminus auf und wir kriegen raus 1,5 Sekunden. Und in Aufgabe F soll man noch die Geschwindigkeit ausrechnen, die der Körper hat, wenn er auf dem Boden aufprallt. Und dafür brauchen wir die Zeit, wann er das tut. Und die haben wir eben schon ausgerechnet. Das waren 2 Sekunden. Das heißt, in Aufgabe E können wir wieder die mittlere Formel von diesen drei Routen einfach nehmen, setzen für t 2 Sekunden ein und dann sind wir fertig. Also Endgeschwindigkeit ist gleich minus 10 Meter pro Sekunde Quadrat mal 2 Sekunden. Also minus 20 Meter pro Sekunde. Das war's auch schon. Eigentlich geht es eben beim freien Fall, wie gesagt, immer darum, entweder Zeiten auszurechnen oder Geschwindigkeiten oder Strecken. Und dass das eigentlich gar nicht so schwer ist, habt ihr hoffentlich jetzt festgestellt. Und beim nächsten Test oder der nächsten Klausur kann dann hoffentlich nichts mehr schiefgehen.